das Diversified-Team wächst und bin sehr, sehr happy sagen zu können, dass wir in den letzten Wochen zwei ganz tolle neue Kollegen gekriegt haben. Zum einen Johannes Stehr, der in Frankfurt sitzt und von Frankfurt aus unsere Corporate-Kunden betreuen wird. Das ist ein ganz, ganz toller Kollege, der auch seinen Markt sehr, sehr gut kennt und sicherlich für viele in der Branche auch kein Unbekannter. Leo Smeding ist in unser Team gekommen, der das Team aus den Niederlanden heraus verstärkt. Leo war viele Jahre bei Grass Valley, war zuletzt bei der NEP und kennt Gott und die Welt und ist ein ganz, ganz toller Kollege. Wir haben noch mehr Kollegen auch dazu bekommen, aber es sind sicher vielleicht die zwei neuesten Kollegen, die jetzt an Bord gekommen sind. Und so wächst Diversified in Europa Stück für Stück. Neben den Personalien haben wir jetzt auch ein ganz tolles Projekt beenden und abschließen können. Das ist die Co-op Arena in Manchester. Das ist die größte Event-Arena Europas. Ein ganz verrücktes Projekt gewesen. Die hat 23.500 Plätze Kapazität, vielleicht als Vergleich. Lanxess Arena 20.000 in der Maximalbelegung. Und da konnte Diversified die komplette Medien- und Eventtechnik realisieren. Und das ist sicherlich ein ganz spannendes Projekt für uns gewesen in den letzten Monaten. Im Bereich Corporate Studios bei Corporate Kunden sehen wir immer noch den anhaltenden Trend hin zu High-End. In den letzten Monaten konnten wir noch mehr Projekte umsetzen, wo die Kunden tatsächlich nach Broadcast-Grade-Technologie fragen. Also die Corporate-Kunden kommen immer von Tier 2 oder Tier 3 auf Tier 1 hoch. Thema Content-Management, MAM hat die gleichen Anforderungen wie in großen Medienhäusern. Das Thema Produktion, sowieso schon 4K-HDR-Produktionen, die wir da umsetzen. Das Thema Streaming-Distribution kommt jetzt immer mehr dazu. Also wir haben immer mehr dedicated Plattform für bessere Streaming-Qualität. Also man geht weg von Zoom und Teams, um einfach noch eine bessere Qualität zu erreichen. Und man sieht, dass dieser Corporate-Markt, da ist das Stichwort Video killed the PDF oder Podcast killed the PDF, was auch immer jetzt passt, das kommt immer mehr dazu. Da sind die Kunden haben einen ganz starken Fokus drauf. Der Corporate-Trend geht in der Qualität hoch. Die klassische Broadcast-Welt orientiert sich mehr Richtung Tier 2 runter. Wir führen Gespräche mit Sendern und Medienhäusern, die sagen, also für den Workflow, für diese Plattform, da brauche ich nicht mehr 2110, 10-Bit, 422 ankompresst. Da reicht mir NDI. Wenn ich jetzt ein Sportevent auf meine Streaming-Plattform schiebe und habe vielleicht noch eine Come-on in der Ecke mit einer PTZ-Kamera, NDI, that's the job. Ja, da muss ich jetzt nicht irgendwie was Größeres hinschmeißen. Wir sehen genau diese gegenläufige Bewegung in der Industrie. Die einen gehen immer mehr in die Qualität hoch. Und die Broadcaster denken immer mehr drüber nach. Und das hat sich ja auch was mit der Corona-Pandemie zu tun, wo wir neue Workflows etablieren mussten, dass man genau diesen Trend hin zu neuen Technologien geht.